Euro 3. Letzter Tag hier in Barcelona. So, wir sind jetzt am Casa Vincent. Auch natürlich ein Gaudi-Haus. Dommer hat doch gesagt, er will keine mehr sehen, aber das ist immer noch ein Gaudi-Haus. So, hier angekommen vor dem Stadion Camp Nou. Ja, so sieht es erstmal aus. Normalerweise werden hier, glaube ich, Parkplätze oder ein Parkhaus. Und ja, jetzt gehen wir erstmal kurz vor. Ins Museum gehen wir mit. Aber vielleicht, wir haben einen Kaffee, vielleicht ziehen wir uns einen Espresso oder was weiß ich, irgendwie was. Und tada! Tour und Museum, der Store, Barça-Café, der Rambla und Barça. Hier ist ein bisschen was zu mitnehmen. Und hier, oh, es ist mit Chupa Chups. Man kann hier schießen, wenn man vorher fürs Museum bezahlt hat. Da gibt es irgendwie so ein Paket, oder? Keine Ahnung. Die immersive Tour. Also irgendwo habe ich gerade eben gelesen, es soll dieses Jahr noch fertiggestellt werden. Bin ich mir nicht sicher, keine Ahnung, oder vielleicht noch ein anderes Datum. Und bis dahin spielen die noch in diesem Olympiastadion, glaube ich. Aber wie gesagt, ich kenne mich gar nicht aus. Ich bin nicht wirklich belesen, was Fußball angeht. Ja. Bei dir ist man building something. Problem ist bei mir. Aber ich würde jetzt gerne trotzdem einmal drehen. So, mit ein bisschen Zufall, weil wir hier oben rumgecruised sind, sind wir hier an diesen Spot gekommen, wo du einfach die ganze Stadt siehst, Alter. Was geht ab? Was geht ab, Bratte? Im Verlauf 1 Kilometer folgen. Eine Allee mit Palmen. So, jetzt haben wir hier auf dem riesengroßen Parkplatz parken können. Zu diesem, wie hieß das nochmal? Tipidabo. Tipidabo. Genau. So, prinzipiell kann man jetzt hier noch in den Freizeitpark. Aber wenn du dir jetzt nur das Schloss anschauen willst, einfach nur den Weg entlang nach oben und schon bitteschön. Hör mal, willst du doch freiwillig drauf auf das klapprige Ding da oben? Aber hier, guck mal, wow. Sieht aus wie bei Harry Potter. Oder, genau, Harry Potter. Hier schlaf mal schnell durch. Der Harrison ist nicht erlaubt. Hunde sind nicht gestattet, außer es sind Hunde. So Hilfshunde halt, Blindenhunde. Wie ist das? Laufen mal kurz durch hier. Und was haben wir hier? Das rostige alte Ding. Noch eine kleine Plattform da hinten. Hier gibt es ein Sandwich. Sieht gut aus. Sichuan.
Jawohl, jawohl. Ja, ist sogar noch beeindruckender, ne? Da gibt es einen Freefall Tower. Aber ich schätze, auf dem Video hier kommt das sogar gar nicht so gut rüber, wie beeindruckend das eigentlich alles ist. Aber mal gucken. Mal gucken, was ich hier noch capturen kann. Hier vorne ist noch eine Reitschule, eine Oldschool. Das sagt man bei uns so Karussell. Aber ich muss Jenny und Jane jetzt nochmal Bescheid sagen. Können sie hier drüben nochmal ein paar tolle Fotos schießen. Ich denke, da ist eben was gemacht und was geholfen. Oh, nee, das können sie selber fahren. Nee. Ich hab's nicht so mit Höhe, deswegen. Ein bisschen traurig aus, das Ballon. Dein Sandwich sieht auch gut aus, Schein. Ja. Darf ich mal da? So, quasi der letzte Stop für heute. Der Park Güll. Also für alle, die hier anreisen wollen. Nur mit Bus, nur mit Taxi. Parkplatz, niente. Jetzt haben wir hier irgendwo illegal geparkt. Aber halb Barcelona parkt hier illegal. Aber ein Ortsansässiger hat zu mir gesagt, hier passiert nichts, da kannst du stehen bleiben. Ob das stimmt, werden wir dann sehen. Wie dem auch sei, jetzt haben wir noch einen Fußmarsch. Ich schätze so 5 bis 10 Minuten. Weil im Prinzip müssen wir hier einmal außen rum und dann da hinten dran ist dieser Park vom, ach was weiß ich, ist es auch Gaudini, keine Ahnung. El Paseo, El Camino, Park. So, wir kommen der Sache Stück für Stück ein wenig näher. Da seht ihr schon ein paar Leute stehen. Also der Park hat, glaube ich, nur bis 19.30 Uhr geöffnet. Jetzt haben wir es schon fast Schlag 18.30 Uhr. Wird eine schnelle Nummer. Genau. Ah, guck mal hier. So ähnlich hat auch die Map bei mir geladen. Jetzt können wir uns quasi von Station zu Station angeln. Wie heißt das Ding? Also auch hier wieder, hier auf dieser Plattform sind Hunde nicht erlaubt. Deswegen laufe ich jetzt hier mal kurz rüber, gucke, warum die Leute da vorne so viele Fotos schießen, was es da so zu sehen gibt und nehme euch hier natürlich mit. So. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, was hier so los ist. Man muss sagen, ich bin ein ganz schöner Kulturbanause. Aber der beste View war das jetzt nicht, wo man ein Foto schießen lassen kann. Dann gucken wir mal weiter. Vielleicht interessiert es die Jenny mehr oder die Jane. Und mich hat eine Schnake, ein Komaratz, am Bein gebissen. So, die Regie schickt mich weiter. Ich soll mir das hier alles anschauen. Fleisch. Wenn ich mich vorher noch nicht so informiert habe. So. Wertvoll. Wie gesagt, ich bin der falsche Ansprechpartner. Da bin ich mal. Also.
So, und das wäre jetzt der einzige Spot, wo ich sagen würde, da könntest du ein richtig geiles Foto machen. Hier, schön. Und der Spanier sollte Recht behalten. Unser Auto ist noch da. Es wurde nicht abgeschleppt, es wurde nicht entwendet. Oder. Wir sind jetzt zum Hafen gefahren, weil ich ein Restaurant rausgesucht hatte, was uns jetzt aber von außen doch nicht so zugesagt hat. Jetzt fahren wir in so einer Straße, wo wir jetzt eben vorbeigefahren sind, da waren ziemlich viele Restaurants. Ja. Das Geile an Spanien ist, überall, oder in Barcelona, überall steht so eine Bank oder ein Stuhl, man kann es überall setzen. Er ist hier eingekehrt, in La Bendita. Jenny hat erstmal noch ein paar Tapas bestellt vorneweg. Das ist noch gut oder so. Everybody's hand is taking picture. Wir fahren jetzt gerade an der Costa Brava vorbei, weil wir sind nämlich auf dem Weg nach Hause, gell? Genau, eigentlich sind wir schon fast 100 Kilometer unterwegs. Jetzt haben wir noch 1180 Kilometer auf dem Tacho. Bis nach Deutschland, bis nach Grünstadt. Deutschland. Was gibt's zu sagen? Toi, toi, toi. Gut Öl, gut Sprit. Gut, Wasserkühlung, keine Ahnung. Ja, wir hoffen, dass wir eine gute Fahrt haben, dass wir keinen Stau haben und aber wir haben eine Menge geblockt, ne? Also das gibt viel, ne? Das ist gut, viel Stoff für euch. Das sind jetzt Verkehrsstörung auf Ihrer Route. Die Verzögerung beträgt 6 Minuten. Sie befinden sich immer noch auf der besten Route. Gerade habe ich es gesagt, sag am besten nichts mehr. Genau, hallo, ciao, bis später, keine Ahnung, ob wir jetzt hier schon den Vlog beenden oder noch ein paar andere Stationen mit aufnehmen, aber ciao.